Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute bin ich mal wieder mit dem Tobias direkt live. Wir sitzen nebeneinander, wir zoomen nicht, sondern sitzen direkt zusammen. Endlich mal wieder. Haben wir uns jetzt, wir haben uns wirklich fast ein Jahr nicht gesehen. Letztes Jahr im August hatte ich dich ja besucht und ja, dann haben wir gezoomt. Wir hatten schon immer Austausch. Du hast ja dann auch eine längere Reise gemacht. Du warst ja dann so Januar bis Ende April, Anfang Mai warst du ja auf Kanaren, dann Nicaragua, das immer alles auf dem Instagram-Kanal auch gesehen, habe ich immer sehr interessiert geschaut. Ja, und jetzt verbringen wir wieder ein paar Tage zusammen in Gemeinschaft, genießen wir natürlich auch alle. Ja. Und ich möchte heute mit Tobias über sein Buch sprechen. Tobias hat vor kurzem ein Buch veröffentlicht, Bewusster Essen, Gesünder Leben. Genau, da wollen wir heute drüber sprechen. Du hast mir jetzt, als du daran gearbeitet hast, hast du mich ja immer mal über Bildschirmübertragung ein bisschen mit dran teilhaben lassen und mir mal ein bisschen so gezeigt, wie fortgeschritten du bist mit deinem Buch. Und da habe ich dir dann immer gesagt, oh, das motiviert mich ja auch endlich mal meine E-Books zu Büchern umzugestalten, weil da wirklich auch ganz oft die Nachfrage kommt, auch gibt es deine E-Books, also mein Sprossenbuch oder Gesund Grün Essen, gibt es das auch als Buch? Und ich sage mal, nein, das ist ein bisschen Arbeit, ich müsste es kürzen und umwandeln. Und das ist schon noch viel Arbeit, aber wenn ich jetzt so das Buch von Tobias sehe, also das ist wirklich schon schön gestaltet, gefällt mir sehr gut. Von der Schriftart, von den Fotos, sind ganz tolle Rezepte dabei. Und hier sind auch noch einige Fotos von dir, Tobias. Ich bin übrigens auch drin. Ja, du bist auch mal drin. Ich bin auch mal drin. Das ist zum Beispiel jetzt hier ein Bild von Tobias. Das ist in Nicaragua aufgenommen worden. Also wirklich sehr schöne Bilder, auch wirklich eine gute Qualität des Buches. Generell, wie es zusammengestellt ist, die Fotos und sehr, sehr ansprechend. Ja, Tobias, möchtest du einfach mal darüber berichten, wie du jetzt auf die Idee gekommen bist, Mensch, ich will jetzt noch ein Buch veröffentlichen. Genau, einfach mal so den Prozess und was die Menschen so erwartet, wenn sie ein Buch kaufen. Ich hatte mal ursprünglich zwei E-Books auch geschrieben. Und zwar das eine waren Schritt für Schritt zur gesunden Ernährung. Und das war, ich hatte die aber jetzt die letzten Jahre gar nicht mehr öffentlich angeboten. Weil ich nochmal überarbeiten wollte eben. Und der erste Teil war halt wirklich Schritt für Schritt zu einer pflanzlichen Ernährung, wie man da vollwertiger, naturbelassener sich ernähren kann. Und das zweite E-Book war dann eben wirklich Vitalkostrezepte, ja, vital, lebendig, Rohkostrezepte eben. Das macht einen großen Teil aus. Und dann war ich eigentlich, kurz nachdem ich in Nicaragua zurückgekommen bin, war ich dann in Dresden bei Jana und haben mit David, Mr. Raw, noch Videos, Rezeptvideos, wir haben 6 Stück aufgenommen. Die müssten auch bald ausgestrahlt werden im Studio und noch 2 Interviews aufgenommen. Hat mich David eigentlich auf die Idee gebracht, warum machst du nicht direkt ein Buch draus? Da dachte ich mir, ja, stimmt eigentlich. Und hab dann jetzt noch den ersten Teil, also es ist eigentlich dreigeteilt, so man hat erst diesen Wissensteil, wo ich wirklich nochmal diese Erfahrung, wo ich aus den letzten 16 Jahren, wo ich selber meine Ernährung wirklich Schritt für Schritt umgestellt habe, ja, diese Erfahrung da drin und auch ja über 200 Leute wirklich 1:1, auch über einen längeren Zeitraum, über mindestens 12 Monate dabei begleitet, so. Und da haben sich halt klare Muster herauskristallisiert und das ist wirklich so auf den Punkt gebracht in diesem ersten Wissensteil nochmal mit drinnen. Und dann gibt es eben den ersten Rezepteteil, da sind eben diese pflanzlichen Rezepte drinnen. Die besten, das war auch jetzt, wenn wir viele Rezepte auch von Markus mitentwickelt. Ne? Das ist wirklich ein super, super lecker Rezept. Das hatte ich übrigens auch, ich hatte ja kürzlich ein so eine Art Potluck, so eine, habe ich ja mal mit der Kamera drüber gefilmt und da war auch die thailändische Kokossuppe dabei mit rohem Gemüse und einer ganz, ganz tollen Kokossuppe und das Rezept findet ihr beim Tobias. Also das ist wirklich sehr, sehr lecker. Also so ein ganz, ganz wunderbares Rohkostrezept kann ich wirklich empfehlen, auch gerade in der Gruppe oder für sich alleine. Also wirklich. Ja, ich weiß noch, wir waren damals, Markus habe ich damals, wo wir jetzt gerade auch sind, beim Freund, guter Freund und hatte ich ihn getroffen und da haben wir dann jeden Abend irgendwie auf dem Balkon die leckersten Sachen gemacht und immer mehr verfeinert, eben auch diese Kokossuppe, ne? Und ja, viele super leckere Rezepte drinnen und ja, haben sich so... Ja, auch schöne Rohkostrezepte, wirklich. Also ihr habt ja, du hast ja wirklich das auch so aufgebaut, so wie das eben bei Rezepten, bei Rezeptbüchern so typisch ist, so Suppen, Salate, Hauptgerichte, Dips, Dressing, Soßen, Rohkostcracker und Brot.
Smoothies, Naschereien, das geht immer gut. Ne? Ja, schon. Das mögen die Menschen schon gerne und es sind wirklich schöne Inspirationen für die Rohkosternährung, für die vegane Ernährung, aber auch gibt es auch einige Rezepte, die auch für die schleimfreie Kost geeignet sind. Ja. Ne? Die ja. auch für die Übergangskost sehr gut geeignet sind. Und ja. ja. Ist auf alle Fälle nicht zu viel. Das finde ich auch so schön. Das sind jetzt nicht zu viele Rezepte. Das kann man wirklich dann Schritt für Schritt, kann man einfach mal bei den Suppen sich ein, zwei Sachen raussuchen, bei den Salaten und das nach und nach umsetzen. Ja. Ja. Und die sind halt auch einfach umsetzbar, weil ich sag mal, ich hatte selbst manchmal so Rohkostrezeptbücher oder andere Rezeptbücher, vegane, in der Hand. Und dann sind am Ende halt der eine Teil der Zutaten ist total exotisch und dann die anderen gibt es irgendwie nicht im normalen Supermarkt und dann setzt man am Ende wieder so wenig um und zu viel Zutaten und es ist wirklich relativ simpel gehalten. Also es ist für jeden Geschmack was dabei, es sind super leckere Sachen dabei, aber auch mal einfache Sachen mit ein paar Zutaten, die man machen kann und gleichzeitig halt auch von den Geschmacksrichtungen. Und ja, sei es jetzt Smoothie, wie gesagt, Salate, Hauptspeisen, Rohkostcracker, eben auch ein paar gekochte Sachen, dann eben Kürbissuppe und ähnliches, gedämpftes, so dass man da wirklich halt Schritt für Schritt umstellen kann und es auch macht und umsetzt, in die Umsetzung eben kommt, weil das ist immer das Wichtigste aus meiner Sicht und gleichzeitig schmeckt es trotzdem. Genau, richtig gutes Buch. Und das ist, ich meine, das sind 50 Rezepte, pflanzlich, vital, ganzheitlich, schnell und einfach. Und ich habe mir dann auch überlegt, in meinen E-Books gibt es ja doch recht viele. Ich glaube, beim Sprossen-E-Book über 80, in meinem Gesund-Grün-Essen über 100. Und ich habe dann auch gedacht, also wenn ich da mal ein richtiges Buch veröffentliche, dann suche ich wirklich die besten raus, wo ich sage, die sind auf alle Fälle empfehlenswert, die sind auch nicht zu kompliziert. Obwohl, ich finde es auch nicht so schlimm, wenn jetzt auch mal ein paar Rezepte dabei sind, wo die ein bisschen mehr Zutaten benötigen. Weil es gibt ja auch, sind auch manche dabei, aber... Es gibt ja auch Menschen, die, wenn die Ernährung umstellen, durchaus sehr gern kreativ in der Küche sind und auch gern zubereiten. Da gehöre ich zum Beispiel dazu. Und es gibt Menschen, die sagen, oh, es muss einfach einfach sein, sonst das muss einfach und unkompliziert sein. Und ich denke mal, wenn man da so gemischte Rezepte hat für Fortgeschrittene und für Einsteiger, ist das eine super Sache. So. Ja, und man merkt ja auch immer, auch bei den Potlucks, ne, du hast ja auch gemerkt, man weiß ja mit der Zeit, was gut ankommt, welche Rezepte dann so die besten sind und die sind halt auch immer dann da reingekommen. Und ja, die, wo dann so ganz nett waren, aber jetzt, die sind erstmal rausgeflogen. Ja. Bewusster Essen, gesünder Leben ist ein wunderbares Praxisbuch, gerade wenn ihr Schritt für Schritt die Ernährung umstellen möchtet, mit einem, ich finde, auch sehr guten, kurzen Infoteils, jetzt nicht zu viel, das kann man ganz schnell durchlesen und dann wirklich wundervolle Rezeptinspiration. Ich verlinke euch die Seite vom Tobias unter diesem Video, beziehungsweise findet ihr die Seite vom Tobias auch im ersten angepinnten Kommentar. Wenn euch das Buch interessiert, dann schaut gerne vorbei und holt euch dieses wunderbare Buch, mal ein echtes Buch. Es gibt ja doch auch einige Zuschauer von mir, die mich immer fragen, ja, gibt es deine E-Books auch als richtiges Buch? Hatte ich ja schon am Anfang erzählt, die wirklich sagen, wir mögen am liebsten ein richtiges Buch in der Hand und blättern dann auch gerade in der Küche, könnt ihr es euch in die Küche hinstellen und könnt dann immer mal drin blättern, ohne jetzt ein PC, ein Handy oder ein Laptop anmachen zu müssen und habt da wirklich gute, hochwertige Inspiration. Ja, das war's von uns. Ich danke dir, lieber Tobias, wieder. Und ja, hinterlasst gerne eure Kommentare, würde euch das Buch interessieren und ja, wir freuen uns über Austausch. Oder wenn ihr es schon gelesen habt. Oder wenn ihr es schon gelesen habt, genau, auch gerne ein Feedback. Ja, dann wünschen wir euch eine schöne Zeit und ganz, ganz liebe Grüße. Bis bald. Ciao.